Phantom heißt der Multicopter der Firma DJI Innovations. Ein Hightech-Fluggerät mit GPS, digitalem Kompass und barometrischem Höhensensor. Und das Ganze wird ausgeliefert als Ready-to-Fly-Set inklusive Sender. Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Der weiße Korpus muss nur noch mit dem Landegestell und mit den Luftschrauben komplettiert werden. Der an einem Landebein montierte digitale Kompass muss noch mit der Elektronik verbunden werden. Eine Kamerahalterung für die GoPro 3 gehört mit zum Lieferumfang. Ein stylischer weißer Sender sowie der entsprechende 3S Antriebsakku und ein Ladegerät komplettieren den Lieferumfang. Der Antriebsakku wird im Mittelteil des Korpus hinter einem Batteriedeckel verstaut. Selbstverständlich haben wir uns auch die Technik Inside einmal angeschaut. Jeder der vier BL-Motoren hat seinen eigenen Controller, der über die Zentralplatine versorgt wird. Herzstück der Steuerung ist das NASA-M von DJI Innovations, das bereits seit längerem für Multicopter angeboten wird. Hier sind auch GPS-Antenne sowie der Magnetkompass angeschlossen. Die steuerungstechnische Reaktion ist stimmig und zu keiner Zeit nervös. Zwei Flugmodi stehen zur Verfügung, der sogenannte ETI und der GPS-Modus. Im ETI-Modus benimmt sich der Phantom ganz genau wie jeder normale Multicopter, hat allerdings eine integrierte Neigungsbeschränkung auf 45 Grad. Im GPS-Modus bleibt das Fluggerät nach dem Einleiten einer Bewegung sofort wieder neutral stehen, wenn der Steuerknüppel zurückgesteuert wird. Es ist wirklich verblüffend, wie genau die Maschine ohne jegliches Steuerinput des Piloten auf der Stelle stehen bleibt. Und das sogar bei Wind. Keine Frage, DJI Innovations bietet hier mit dem Phantom einen ausgereiften Multicopter an. Highlight für uns, die integrierte GPS-Unterstützung mit dem digitalen Magnetkompass.